Wir sind zurück und es wird noch besser. Die Fahrer werden gleich einen Sprint hinlegen. Das ist der erste Sprint der Saison, was die Fahrer und ihre Teams vor eine besondere Herausforderung stellt. Aber wie immer bedeutet das in der F1 auch eine Gelegenheit. Was heute natürlich lockt, ist die Möglichkeit, ein paar zusätzliche Meisterschaftspunkte zu sammeln. Schließlich können die am Ende der Saison einen Unterschied machen. Es dauert nicht mehr lange, bis wir sehen, wer den Sprint von Shanghai für sich entscheidet. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2024. Ich habe es ja beim letzten Mal ein bisschen verkackt, ne? Vielleicht hätte ich mir vorher mal die Regeln angucken sollen, die für so ein Sprintwochenende jetzt gelten. Dann hätte ich vielleicht festgestellt, dass ich zum Training lieber harte Reifen benutzt hätte und einige andere Dinge. Aber stimmt es eigentlich, dass... Also ich habe mir die Regeln dann hinterher mal angeguckt. Stimmt es eigentlich, habe ich das richtig gesehen, dass man jedes Mal für ein Sprintrennen einen komplett neuen Motor mitnehmen darf? Dass da die Limitierung gar nicht gilt? Das wäre ganz schön krass. Also es wäre auch ganz schön teuer, aber es wäre auch ganz schön krass. So, Sprint jetzt auf jeden Fall. Quali, wie soll ich sagen... Nicht so gut, ne? Aber das ist ja auch nicht die entscheidende Quali gewesen. Oh, aber Setup. Setup habe ich ja richtig gut getroffen. Hallöchen. Ah, an der Bremsstabi. Also die Nachspur, da hapert es noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen hoch oder runter irgendwie. Aber ansonsten ist es ja mega. So, was haben wir denn hier für... Strategien, in Anführungszeichen. Es ist ein Sprintrennen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe immer noch so ein Problem mit Sprintrennen. Ne? Und ich dachte eigentlich, ja, die haben es gefixt. Man bekommt dann nach dem Sprintrennen wird Parc Fermé nochmal aufgehoben. Und das stimmt ja auch. Aber man hat halt kein Training mehr, um am Setup noch zu basteln. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Sprintrennen mit jeder Iteration verschlimmbessert werden eher. Aber man kann mir... Also ich gucke ja keine Formel 1, ne? Aber kann mir vielleicht irgendjemand, der es regelmäßig guckt, irgendwie mal sagen, ob die Sprintrennen jetzt geil sind oder nicht? Weil für mich fühlen die sich irgendwie komplett ungeil und langweilig an. Ich bin gar kein Fan davon irgendwie. Aber schreibt mir mal bitte, ob das cool ist oder nicht. So, ich will jetzt hier. Ich durfte auch Doppelsoft fahren, ne? Das müsste ja legal sein im Sprintrennen. Ja, direkt schneller werde ich jetzt nicht davon. Nee, ich bin sogar langsamer. Ne? Die Differenzzeit bezog sich hier auf die Soft-Strategie. Ja, okay, cool. Dann lassen wir das wohl so. Wir fahren mit Mediums. Da habe ich noch einmal Mediums fürs Rennen. Da muss ich irgendwie Hard-Medium-Soft oder sowas fahren vielleicht. Oder ich kann hier die angeknabberten Mediums nochmal benutzen. Keine Ahnung. Ja, also die Sprintrennen... Um nochmal drauf zurückzukommen, die wurden ja eingeführt irgendwie, um so ein Spektakel für die Zuschauer zu sein quasi. Aber sind sie das dann im Endeffekt auch? Oder eher nicht? Sind die eigentlich, also, keine Ahnung, du hast ja keine Strategie drin, ne? Und wer halt das schnellste Auto hat, hat halt das schnellste Auto. Und dann fährst du halt da vorne weg. Da kann ja nicht viel passieren, was in so einem Rennen passieren kann irgendwie, also... Ich stelle mir das nicht so geil vor, muss ich sagen. Es nimmt einfach so eine Dimension aus den Rennen raus. So, ich werde nicht für eine extra Runde Kraftstoff mitnehmen. Aber wir gucken mal, ob wir hier irgendwas reißen können. Mit den super neuen Anbauteilen hier.
Ich bin gespannt. Los geht es beim Sprint in Shanghai. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, wir starten hier von schön weit hinten. Das Wetter bleibt gut. Wie ist denn Bearman jetzt so weit nach hinten gerutscht und warum wird er da direkt von Joe schon überholt quasi, bedrängt zumindest? Okay, dann konnte er sich nochmal verteidigen. So, und da es hinterher nochmal ein komplettes Qualifying gibt, gehe ich mal davon aus, dass hier die Platzierung komplett egal ist, ne? Die gibt halt nur Punkte und das war's. So, kann Joseph hier irgendwie an Gasly vorbei? Wenn ja, wäre das halt echt nice. So, sobald wir in der ersten DRS-Zone angekommen sind oder da durch sind, muss, glaube ich, die Kraftstoffzufuhr schon zurückdrehen. Ja, Gasly verliert schon ganz gut nach vorne. Josef Maria, der schleicht sich da schon an. Guck mal. Der zeigt sich da mal im Rückspiegel. Irgendwo hat es auch ein bisschen gescheppert, ne? Aber Tsunoda war, glaube ich, vorher schon kaputt. So, also es könnte sehr gut sein, dass wir hier gleich wenigstens an Gasly vorbeikommen. Der ist nämlich echt langsam unterwegs. Die DRS-Zone lässt halt noch ein bisschen auf sich warten. Ist ja noch richtig voll hier. Was ist denn da los? Das Lee holt jetzt nach vorne wieder ein ganz kleines bisschen auf, wie es aussieht. Vielleicht gibt uns das die Chance, nach einer DS-Zone, vorzugsweise natürlich nach der zweiten, da vorne ins DRS reinzurutschen. Ich hoffe, Gasly rutscht jetzt nicht rein. Das da war, glaube ich, die Linie für den Messpunkt. Und da war Gasly eindeutig hinter der Konkurrenz, mehr als eine Sekunde. So, Leute, jetzt dreht mal auf hier. Überholt mal. Okay, überholt mal nicht. Überholt mal doch. So, Josef Maria ist da schon mal vorbeigegangen. Aber der Abstand nach vorne ist riesig. Good job. Sehen wir uns die Wiederholung an. Wir beobachten das Geschehen hier ganz genau. Da ist die Gelegenheit. So, ganz am Ende der DS-Zone hat er es dann geschafft zu überholen. Einen Platz gut auf 19. Immerhin. So, dann drehen wir den Quatsch hier mal zurück. A little bit of lift off. Copy. Stehen hier auch mal auf neutral für einen Moment. Do some lifting coast and then focus on apex speed. Ja, Oli Bearman hängt halt irgendwie noch hinter Gasly rum. Wir können uns mal die Reifen von Gasly angucken. Die sind schon ein bisschen abgefahrener als unsere. So, Oli muss jetzt da hinten aber dranbleiben, ne? Ja, lass doch Gasly hier vorbei. Das passt schon. Wir holen uns den in der DS-Zone wieder. Apropos, wir holen uns den in der DS-Zone wieder. Oli muss hier dranbleiben. Sock 7 für Overtake. Ja, guck wieder.
Ja, auf einmal kann das Lied dann doch Gas geben, oder was? Ich weiß nicht, wo jetzt da der Geschwindigkeitsboost herkam. Beziehungsweise warum er vorher einfach so langsam war, ne? Irgendwie, die KI hat das manchmal so, dass sie da einfach so einen Boost bekommt und niemand weiß eigentlich woher. So, ist Olli dicht genug dran? Ich befürchte beinahe nicht. Wir gucken mal. Ja, nee, ist er nicht. Und da ist er für die zweite DRS-Zone auch nicht dicht genug dran, denke ich. Und dann müssen wir gleich mal den Akku-Einsatz wieder zurückdrehen. Ja gut, wie sieht's denn hier bei Pepe aus? Kommt er da vorbei? Schaffen die es zu zweit da vorne aufzuholen? Nee, ne? Die verlieren immer mehr auf die Gruppe vor ihnen. Das ist natürlich akut uncool. Aber ist gut. Selbstvertrauen ist okay scheinbar. Wie Sie sehen, fahren wir in Kurve 2. Das muss er jetzt durchziehen. Und das Überholen gelingt. Ja, mehr gibt's da auch nicht. Ollis Vertrauen ist überraschenderweise ziemlich gut. So, wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Hier passiert ja gerade nichts, ne? Wir dackeln schon wieder hinterher. Haben Abstand zum Feld, der auch immer größer wird. So gefühlte 1,5 Sekunden pro Runde. Joa. Hat er sich schön mit flachem Flügel vorbeigeschummelt. Let's go. Na, wenigstens bleibt Pepe dran. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt geht er wahrscheinlich wieder vorbei. Abstand nach vorne hat sich wieder ein bisschen verringert. Oh, Gasly konnte aber die Position da verteidigen. Hat er ganz gut gemacht. Finally. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Dadurch ist aber Olli jetzt wieder dran. Joe ist ganz weit abgehängt. Reifen leicht überhitzt. Ah ja, heute ist es warm, ne? Strecke ist bei 43,8. Temperatur bei 31 Grad. Das ist natürlich für gar nichts gut. Management ist gut. Also Ricardo hat da irgendein mechanisches Problem. So, hier hat Pepe sich jetzt mal durchgeschlichen. Und Olli klebt jetzt ganz dicht an Gasly dran. Great job. So Kevin's 3.2 ahead. Aber Abstand nach vorne schon wieder über 3 Sekunden. Hier würde ich jetzt gerne mal das UI einfach ausblenden. So komplett für das Replay. Das wäre so schön. Na, da hat die Farbe auch richtig schön geleuchtet auf dem Wagen. Was ist denn hier schon wieder los? Olli hat es irgendwie nicht vorbeigeschafft. Und Gasly hat uns jetzt abgehängt. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Also er hat DRS, ne?
Und da ist er innen einfach frei. Und Olli, der halt auch mit Geschwindigkeit rauskam, da aus der DS-Zone wird einfach von Pepe ausgebremst. Ach man, das ist doch schon wieder alles nicht schön. Gut, dann machen wir uns mal an die Verfolgung. Ich finde es auch immer blöd, dass hier die Karte anders orientiert ist als die Minimap. Das macht das Umschalten hier immer ein bisschen merkwürdig, finde ich. So, jetzt hängen wir wieder an ihm dran für die zweite DRS-Zone. Dann sollten wir dicht genug dran sein. Oh, was passiert denn da gerade? Ich glaube, die Jungs bekämpfen sich hier. Ja, die sind dann nebeneinander nach der ersten DRS-Zone. So, einer links, einer rechts vorbei, Jungs. Kommt schon. Ja, genau so. Genau so. Good work. Wunderbar. Jetzt hängt dann nämlich Gasly hinten an der Gruppe und hat es nicht mehr so einfach zu überholen. Da macht sich eine Lücke auf. Und das Überholen gelingt. So, das war schon mal wunderschön. Die Jungs können sich noch nicht so richtig aus dem Staub machen. Aber Olli ist nur 1,7 Sekunden hinter der Gruppe vor ihm. Pepe muss jetzt aufpassen, dass er nicht abgehängt wird. Ich glaube, da muss ich noch mal kurz was investieren. Damit er da wieder aufholen kann. Das könnte zu spät sein. Ist die Linie? Oh ja, das war zu spät. Aber für Olli könnte es gereicht haben. So, wir beschleunigen hier mal ein bisschen kräftiger raus. Nee, aber Olli hat auch kein DRS bekommen. Wahrscheinlich hier in Zone 2 auch keins. Ja, komm ich. Ah, Pepe hat DRS. Bottas fährt in die Box. Warum fährt ein Bottas in die Box? Moment, was hat ein Bottas vor? Wir gucken mal hier ganz schnell zu Bottas, was da abgeht. Der macht einen Boxenstopp, bekommt neue Mediums. Wir hatten jetzt keine Meldung, dass er sich irgendwie gedreht hätte oder so. Also das ist jetzt ein bisschen wild gerade. Keine Ahnung, was da abging. Also Olli Bearman verliert leider wieder ein bisschen nach vorne. Ich meine, hier geht es jetzt sowieso nicht um Plätze oder so. Davon mal abgesehen, um Punkte meine ich, um Plätze natürlich schon. Ja, also bei Bottas war das scheinbar geplante Strategie, ne? Der ist zur Mitte des Rennens reingefahren, hat sich einen frischen Satz Reifen geholt. Oh, Gasly wurde abgehängt. Das gefällt mir. Vielleicht können wir nach vorne jetzt was tun. Vielleicht verschwenden wir aber auch Zeit.
Magnussen und Sargent auch beide in der Box. Ja, copy. Ha. Da passieren ganz merkwürdige Dinge. Gut, ja, also wir fahren jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen. Schauen mal, ob wir nach vorne auf Hülkenberg und Ocon aufholen können. Ich denke, wir verlieren eher Zeit auf die Jungs. Tsunoda mit dem technischen Fehler. There's a smoke coming out. Ach, das soll wirklich Rauch da hinten sein. Ich dachte mir, ist jetzt Grafikfehler oder nicht. So, Pepe hat sich da bei dem Überholmanöver hier irgendwie so ein bisschen abhängen lassen. Das hilft ihm jetzt natürlich gar nicht weiter. Aber Behrmann nähert sich jetzt an Ocon, der da nämlich auch nicht mehr mit Sargent zusammen. Nee, war mit Sargent. Mit wem war er zusammen? Mit Hülkenberg. Hülkenberg war nämlich jetzt auch in der Box. Ist total wild hier. Also Sargent ist wenigstens auf Softs rausgekommen. Aber der Rest auf Mediums. War das vorhin ein Anzeigefehler und Bottas ist am Anfang mit Softs gestartet und hat dann auf Mediums gewechselt, damit er die Distanz durchhält? Das würde zumindest irgendwie Sinn ergeben. So, Olli Behrmann wurde jetzt hier wenigstens mal ein bisschen von der Leine gelassen. Entfernt sich da immer weiter von Pepe. Olli, der hat, der ist irgendwas passiert. Irgendwas irgendwo passiert. Sergeant dreht an Kurve 16. Und die Gerade hinab. Und da dreht er sich. Oh ja. Letztendlich nur ein hilfloser Mitfahrer. Das sah schon gut aus. Das Team klebt an den Monitoren und sieht zu, wie ihre Hoffnungen schwinden. Ja, das kann ja mal passieren, ne? Also, ich meine. So, Olli. Er klebt jetzt hier an Ocon. The car ahead of you is Ocon. Don't worry. So, die Lücke davor ist aber über 8 Sekunden. How are the tires? Damit können wir natürlich nicht richtig arbeiten. Gasly holt da auch ein bisschen auf Pepe auf. Temperatures seem okay again. Das gefällt mir auch nicht. Ja, der holt gerade ganz schön auf. So, Olli klebt jetzt hier direkt im Diffuser von Ocon. Here's the car ahead of you. So, schafft er es vorbei. Er hat auf jeden Fall die Innenlinie. Ja, und scheinbar viel, viel später gebremst. Nice work. Currently in P14. It's Albon ahead of you now. Wir können jetzt sehen, was passiert. Noch mal drauf gucken. Das sah ganz komisch aus, ne? Hier ganz genau. Er beschließt es zu versuchen. Weil Ocon, glaube ich, draußen sehr, sehr stark gebremst hat. Dann eigentlich würde man ja vermuten, dass der Wagen auf der Innenbahn stärker bremsen muss, weil er einen engeren Kurvenradius hat, deswegen langsamer sein muss. Aber irgendwie hat das später eine andere Vorstellung scheinbar.
So, die Reifen sind abgekühlt, die Motoren kühlen auch so langsam ab, na, bei Pepe zumindest. Und er hat auch wieder ein bisschen mehr Abstand zu Gasly hergestellt. Und Olli hat es echt geschafft, vor Ocon abzuhauen. Er verliert aber auch auf Ricardo da vorne ganz schön, weil der natürlich DRS bekommt von Albon. Hülkenberg mit einem technischen Fehler. Aber mit dem Auto stimmt eindeutig etwas nicht. Sicher ein Defekt. Möglich. Sainz hat auch einen technischen Fehler. I had a mischief, I don't know why. Mischief beim Pedal ist schon, also beim Pedal Shifter ist schon ein bisschen merkwürdig. Das ist wahrscheinlich eher kein Fahrerfehler. Magnussen hat... wo kommt Magnussen jetzt her? Er hat sich da einfach bei Pippe rangehängt. Komplett frecherweise. Four laps to go. We're currently P16. Also könnte sein, dass Pepe da nochmal einen Platz einbüßt. So Kevin behind. Boah, ist der schnell. Three laps to go next time round. Bobby. Der ist ja wirklich mal viel zu schnell für uns. Wow. Ja, da hat Pepe gar keine Chance dran zu bleiben. Okay, ja, weiß ich Bescheid. So, Olli macht da auch ganz in Ruhe sein Ding scheinbar. Die Reifen, ja doch, die scheinen durchzuhalten. Magnussen ist ja schon bei Ocon. Das ging verdammt schnell. Nein, ach Mann. So schmeißt das hier wieder weg, ne? Da ist die Wiederholung. Das ist jetzt Kurve 6. Und da blockieren die Reifen. Und sie werden darauf achten müssen, was das für die Reifen bedeutet. Okay, wenigstens scheint das Fahrzeug heil geblieben zu sein. Aber jetzt hat er natürlich hier wieder Gasly im Nacken zu sitzen. Das passt gerade gar nicht. Aber den 17. Platz brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht zu verteidigen. Olli hat ein bisschen auf Tsunoda aufgeholt, während Magnussen sich da von hinten anschleicht. Last lap. Copy. So, haben wir hier noch genug Vorsprung? Es sieht tatsächlich so aus. Das scheint zu funktionieren. So,
So, dann würde ich sagen, wir benutzen ja nochmal ein bisschen Akku, um den Platz zu verteidigen und uns da so einen kleinen Vorsprung rauszufahren jetzt. Der es uns erlaubt, vor der DS-Zone ein bisschen Abstand auf Gasly aufzubauen. Max Verstappen über der Ziellinie, um den Sprint zu gewinnen. Max Verstappen hat überraschenderweise gewonnen. Mit einer unglaublichen Vorstellung. Wie viel Vorsprung der einfach vor uns hat. Ja, und ich sehe hinter ihm auch kein Konkurrenzfahrzeug. Dieser Sprintsieg war hochverdient. Und jetzt zum Grand Prix. Ja, 5 Sekunden Vorsprung vor Sainz. Eine halbe Runde vor uns einfach. Unnormal. So, 0,7 Sekunden Vorsprung. Das ist mehr als letzte Runde. Das sollte reichen. Damit Pepe hier durchkommt. Gasly 0,9 behind. He has DRS. Ja, das scheint ganz gut zu funktionieren alles. So, Behrmann fährt über die Linie. That'll be the checkered flag. Sehr guter 14. Platz. Pepe dahinter auf dem 17. Auch nicht schlecht. Okay, checkered flag. Ich glaube, im Sprintrennen bringt uns das halt gar nichts. Aber wir haben es immerhin mal geschafft. Ne, auch weil die Konkurrenz halt eine ganz komische Strategie gefahren ist. So, ein Sergeant wäre beinahe von Max Verstappen überrundet worden. Viel hatte wirklich nicht gefehlt. Aber der ist halt auch ganz weit hinten gewesen. Der Konkurrenzkampf heute war wirklich hart. Und viele stehen nach dem Sprintrennen mit leeren Händen da. Ein Finish auf Platz 17. Er hat hier wirklich zu kämpfen, aber so lernt man. Ja, da war er deutlich unzufrieden. So, Max Verstappen hat vorne gewonnen. Ja, beide Red Bulls haben Punkte bekommen. Beide Ferraris, beide McLarens. Und bei der Aston Martins. Interesting. Olli Behrmann, 7 Plätze nach vorne gefahren einfach. Ja, damit ist er der Fahrer des Rennens, würde ich sagen. Der Pepe hat auch 3 Plätze gut gemacht. Also muss er eigentlich nicht unzufrieden sein, ne? Wenn er mit was unzufrieden sein möchte. Dann mit seiner Quali-Leistung. Er hat damit auch die zweitmeisten Plätze gut gemacht. So, und jetzt würde mich auch mal interessieren. Was war hier hinten bei den Jungs los? Logan Sargent hat sogar 2 Stops gemacht. Medium Soft Soft. Zhou Guanyu war einfach nur langsam. Bottas und Hülkenberg haben tatsächlich von Mediums auf Mediums gewechselt. Und Magnussen, ja, hat uns dann halt noch überholt mit den 9 Mediums, für die er auch angehalten hat. Ich würde gerne mal sehen, welche Position er vorm Boxenstopp inne hatte und welche danach. Aber das gibt es nicht. Spannung liegt in der Luft. Das kann nur heißen, dass Qualifying steht an. Der Shanghai International Circuit ist berüchtigt für hohen Reifenverschleiß. Das ist angesichts des dichten Programms sicher ein Faktor bei der Strategie der Teams. Charles Leclerc hat in letzter Zeit für einiges Aufsehen gesorgt. Wie denkst du, wird er abschneiden? Eine hervorragende Leistung im Training mit einer soliden Rundenzeit. Der Fahrer ist sicher zuversichtlich, aber Zuversicht bedeutet nicht unbedingt Erfolg in der F1. Es geht los. Wir sind bereit für den Start. Ja, absolut bereit sind wir. Fantastisch. So, dann kümmern wir uns mal ums Qualifying. Wir haben, hier können wir nochmal spielen. Hoch können wir nicht mit der Nachspur, also müssen wir runter. Wir müssen noch 2% rausholen irgendwie, also müssen wir da ein bisschen weiter weg. Denke ich, nicht nur ein Klick.
So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Softs zur Verfügung fürs Qualifying. Da sollte auch was machbar sein. Ja, ich denke, wir werden gleich einzelne Runden fahren. Das Selbstvertrauen ist nicht so super gut. Schade. Okay, should be green. So, wir warten hier erstmal auf irgendjemanden, um ihm hinterher zu fahren. Na klar, Leclerc. Das ist genau unsere Geschwindigkeitskategorie hier. So, will da vielleicht noch jemand rauskommen? Hamilton. Das ist ja auch genau unser Ding, würde ich sagen. Warum ist denn sein Vertrauen so schlecht? Ach so, ich vermute mal, weil er das Setup nicht kennt. So, die Jungs sind draußen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir auch eine freie Strecke. Ja, Leclerc entfernt sich da schon sehr weit von Oli Bearman. Wir werden trotzdem mal hier darauf schauen. Wir nehmen eine Cockpit-Kamera mit. Wie hier zum Beispiel. Ja, so richtig nach Windschatten sieht es jetzt nicht aus. Ein Red Bull, ach ne, ein RB. Ja, Ricardo ist auf der Strecke vorne. Charge off my push. Und vor Pepe hängt irgendwo Joe rum. Ja, die Kurven hier sind ein bisschen weird, finde ich. Ich weiß nicht, ob die Strecke Spaß macht zum Fahren. Oder ob da nicht doch sehr nervige Kurven dabei sind. Und hier zum Beispiel. Und sich gerade links in eine öffnende, sehr langgezogene Rechtskurve rein. So, wie schnell sind wir? Wie schnell war Leclerc? And you can cool the engine. 1:33.8. Boah, das hört sich langsam an. Martin musste sich hier irgendwie an Joe vorbeidrängeln. Nochmal 0,3 langsamer. Okay, also ja, 2 Sekunden hinter der Spitze, das reicht niemals für Q2. Müssen wir wohl noch mal raus. Wie sieht es denn aus mit dem Selbstvertrauen? Ja, oh wow, warum sinkt das jetzt schon wieder so? Weil Joe ihn überholt hat oder was? Im Qualifying, während er auf einer langsamen Runde war. Das ist ja wohl Quatsch. So, schmeißen wir ein paar neue Reifen drauf, bitte. So, da müssen wir mal gucken, wer hier rausfährt. Piastri, oh. Piastri könnte ein Top-Kandidat sein. Wie sieht denn die Strecke gerade aus? Norris Outlap, Verstappen Outlap. Die sind alle da hinten. Ocon ist auch da hinten.
Albon ist auch dazwischen. Sergeant. Der fährt da auch hinterher. Und Hülkenberg ist auf der schnellen Runde. Wir fahren mit Piastri mit. Da ist er schon. Na, da hängen wir uns mal geschwind hinten ran. So, mal sehen, wer hat denn noch Bock hier rauszufahren? Wenn jetzt jemand rauskäme, wäre das super. Ja, wir müssen erst Ocon und so vorbeilassen, ne? Zu Noda. Will nicht Bottas rausfahren jetzt? Das würde ich irgendwie absolut feiern. Oh, dann behindern wir aber unser eigenes Fahrzeug, ne? Die kommen ja da gleich angepäst. Na kommt, wir fahren hinterher. Was soll's? So, schauen wir noch mal so ein bisschen über den Halo drüber. Piastri ist schon ganz schön weit weg. Die McLaren sind halt auch ordentlich schnell. Ich hatte wirklich gehofft, dass wenigstens ein bisschen Windschatten hängen bleibt. Also ich schalte mal hier wieder die Zeiten ein. Also ein paar Jungs waren schon langsamer als wir. So, so ein bisschen habe ich auch das Auge drauf vorne. Nähert sich Piastri da Pepe sehr. Das könnte noch hinhauen, ne? Ja, wahrscheinlich holt er ihn direkt in der letzten Kurve ein. Und hängt ihn da von Bottas ab. Ja, so ungefähr. Doing good on temps. Okay, wenigstens behindern sich unsere Jungs nicht. Okay, remember, mode push, mode push. Ja, Marty hat jetzt halt gar keinen Windschatten mehr von irgendjemandem. Das ist richtig bescheuert. Currently P10. Slow in. So, Behrmann hat sich ganz gut verbessert, tatsächlich. Ja, die Kameraschnitte sind da aber teilweise sehr wild. So, wir gucken mal, was Peter... Ah ja, erster Sektor war Müll. Damit war leider zu rechnen, aber wir haben noch eine Chance rauszufahren. Uns da vielleicht auch irgendwo nochmal Windschatten zu gönnen. Zweiter Sektor war auch nichts. Wird der dritte Sektor wenigstens überragend. Puh, könnte knapp werden. Ja, im Moment wären noch beide von unseren Jungs dabei.
Da hätten wir Alpine, Williams und Kick Sauber geschlagen. Komplett. Das hat nichts gebracht. Okay, you're currently P16. Let's press in button. So, Olli fährt rein. So. Ja, ein Kick Sauber, ein Alpine oder ein Williams. Wir wären jetzt hier als Karotte. Sehr gut. Das ist Albon. Den nehmen wir einfach direkt mit. Schön dicht dahinter, bitte mal. Ah, Abstand wäre ein bisschen groß. Von hinten kommt Hülkenberg angefetzt. Oh ja, jetzt sind wir schön dicht an Albon dran. Vielleicht sogar ein bisschen zu dicht. Das müssen wir mal gucken. So, was macht Pepe in der Zwischenzeit? Da kommt Logan Sargent raus. Hinter den klemmen wir uns. So, aber wir gucken mal zu Olli Berman. Was der hier anstellt. Now you should be clear. Mode push, mode push. Just watch him behind. Try and work on the car a little bit. Ja, wir sind da sehr, sehr dicht dran, leider. Und ich hoffe, dass unser eigener Fahrer uns da nicht behindert. Erster Sektor war leider nichts. Keine Verbesserung. Ich hoffe, dass die Verbesserung auf der langen Geraden kommt. Aber im ersten Sektor hatten wir auch eine schön lange Gerade. Zweiter Sektor auch langsamer leider. Ja, was ist denn da los? Ja, das hätte ruhig ein bisschen cooler sein können. So ein, zwei Zehntel hätten bestimmt nicht geschadet. Ja, nee, hat nicht gereicht. Aber Albon war richtig schnell. Na, schade, wenn ich an ihm hätte dranbleiben können. Das wäre mega gewesen. So, jetzt sind wir hier auch auf einer fliegenden Runde und Sargent ist schon wieder gar nicht mehr zu sehen. Ja, Papi. Der ist schon wieder irgendwo weg. Das ist direkt mal schade. Hat er da trotzdem gebremst? Obwohl richtig viel Platz war. Ich hoffe, das hat getäuscht. Ich verstehe nicht, warum das Spiel es nicht hinbekommt, die Wagen, die überrundet werden, ne? Die stehen ja komplett und da können sie sich doch auch richtig weit an den Rand stellen, wo sie halt überhaupt nicht stören. Statt da immer in der Mitte der Strecke stehen zu bleiben. So, Pepe hat auf jeden Fall in Sektor 2 eine Verbesserung abbekommen. Das wäre so brillant, wenn beide durchkommen würden.
Aber Stroll hat da natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und 0,4 holt er wahrscheinlich nicht raus. So, Sergeant jetzt auch schneller als Olli. You finished P18. Ja, nee, da wird's für Olli auch nochmal knapp. Richtig knapp wird's da. Sektor 3 war auch nicht gut. Ja, Olli ist auch raus. Aber 19 und 17 einigermaßen mit Abstand zu den Kicksaubers hört sich ganz gut an. Sind sie noch unterwegs? Ja. Sind sie. Wir sind beide auf der schnellen Runde gerade. Beenden die jetzt. Jeden Moment. Bleiben hinter uns. Okay, also starten wir von 17 und 19. Ins Hauptrennen. Aber ich habe gar nicht geguckt. Konnte ich das schon gucken? Ich glaube, das konnte ich noch gar nicht gucken, ne? Wie das Setup sich jetzt verändert hat. Schade. Selbstvertrauen war eigentlich ganz gut. Also Olli kann zumindest mit den Haas noch mithalten, mit ein bisschen Glück. Und vielleicht auch mit den Alpines. Das haben wir im Sprintrennen gesehen. Das geht schon. Das kriegen die Jungs hin. So, sind jetzt die letzten drüber? Auf wen warten wir noch? Ja, auf niemanden. So, beide wurden eliminiert. 17. und 19. Das ist nicht komplett scheiße. Aber natürlich auch nicht da, wo wir hinwollen. Aber wenn das das Rennergebnis wäre, ne, dann hätten wir wenigstens unsere Sponsoren zufriedengestellt. So, wir schauen uns mal Q3 an. Also Verstappen ganz vorne, dann Norris. Dann Perez, dann die beiden Ferraris, Leclerc und Sainz. Dann Piastri im zweiten McLaren, dann Alonso. Und wo ist denn der zweite Aston? Ach, da unten. Auf Platz 12. Ja, die beiden Visa Cash App RBs haben es auch geschafft. Ricardo und Tsunoda Hamilton. Vor Stroll. Nicht schlecht. Okay. Ja, die beiden Kicksaubers von ganz hinten. Ocon hat es im Q1 rausgehauen auf jeden Fall. Dann natürlich die beiden Capybara Racing Wagen und Nico Hülkenberg. Im Q2 hat es dann rausgehauen. Russell, Stroll, Magnussen, die beiden Williams, Albon und Sargent und Gasly. Na gut, dann starten wir wohl von ein bisschen weiter hinten. Das ist keine Überraschung. Aber vielleicht kann Olli diesmal nicht komplett das wieder weggeben. Schon in der ersten oder zweiten Runde. Das wäre toll. Vielleicht können wir da mal was draus machen. Wir schauen mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.